Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten und letzten Teil fünften Stufe des achtfältigen Pfades, dem rechten Lebenserwerb. Mein Name ist Surya Jinnah und das letzte Mal habe ich das beendet mit der Frage, warum brauchen wir Teilzeitmönche? Und darauf möchte ich heute etwas näher eingehen. Ja, warum, was ist ein Argument für Teilzeitmönch? Ich sage mal, das ist einmal für jeden Einzelnen gut, sich zu entwickeln, spirituell zu entwickeln, ethischer zu leben. Aber es ist auch für die Gesellschaft und auch für unsere Bewegung gut, wenn es mehr Teilzeitmönche gibt. Es gibt zweifellos heute in unserer Welt einen großen Bedarf an Leuten, die nicht nur einem weltlichen Leben folgen, sondern auch einem spirituellen Leben. Es gibt da ein ganz schönes Bild auch vom Buddha, und zwar der Lotusblume. Und die Lotusblume kennt jeder, die aus dem Wasser schaut, sehr schön blüht, über dem Wasser steht. Aber eigentlich kommt sie aus dem Schlamm. Und der Schlamm ist eigentlich eher so das, was wir vielleicht mit Samsara, mit der jetzigen Welt, in der wir sind, in Verbindung bringen. Also irgendwie die Korruption, die es gibt, oder diese ganzen wirtschaftlichen Verfehlungen. Und genau das ist ein Teilzeitmönch. Er versucht, Brücken zu schlagen zwischen diesem Schlamm, in dem wir sitzen, und aber dem Lotus, dieser schönen Blüte, die über dem Wasser steht und uns zeigt, wie eine ideale Gesellschaft aussehen können. Was wir aber nicht vergessen sollten, wir haben ja jetzt viel vom rechten Lebenserwerb, das heißt in unserem Beruf gesprochen, dass wir den sozialen Bereich und auch den politischen Bereich nicht vergessen, weil diese Entwicklungen gehören auch, oder positive Entwicklungen hier gehören genauso zu einer idealen Gesellschaft. Ein gutes Beispiel für eine ja, ideale Gesellschaft oder ein Weg auf eine ideale Gesellschaft ist unser Sangha. Ja, wir versuchen im Prinzip in einem Raum uns hier zu treffen, wo wir mit Mitgefühl und mit ethischem Handeln gegenübertreten und letztendlich ja, in Miniatur diese Vision von Socavity, dem glücklichen Land, dem reinen Land, hier zu praktizieren, uns gegenseitig zu helfen. Es ist keine Organisation und auch kein Verein, sondern es ist eine Art Vorwegnahme. Wie könnte eine ideale Gesellschaft leben? Und was uns hier am meisten untereinander verbindet, ist ja, das tiefe Zusammensein in der Kommunikation und auch auf einer psychischen und auch auf einer spirituellen Ebene, dass wir einfach Freunde füreinander, miteinander sind, spirituelle Freunde. Und von denen kann es heute in der modernen Welt nicht genug geben. Wir merken das jetzt vielleicht gerade in Zeiten von Corona und Social Distancing, wie wichtig uns manche Leute eigentlich sind. Und genau das versuchen wir hier mit dem weder privaten noch weder öffentlichen Raum, unserem buddhistischen Tor hier zu leben. Und auch die hier im Team sind, könnte man betrachten als welche, die versuchen, rechten Lebenserwerb zu praktizieren und das auch zu zeigen. Und ein weiterer Begriff, den ich jetzt gar nicht weiter ausführen will, den aber auch unser Lehrer Bhante Sangharakshita geprägt hat, ist Team-Based White Livelihood. Das ist auf Deutsch teambasierter rechter Lebenserwerb. Und dazu an einem weiteren Punkt mehr. Das ist auf jeden Fall das, was wir hier in der heutigen modernen Welt versuchen zu leben, zusammenzuarbeiten und ja, vor allem spirituelle Freunde miteinander zu sein. Ich danke euch für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal.